Juhu, damit ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir sind wieder am Start mit unserem Freund Taka. Okay, der Lenker, das werden wir gleich, oder Denker, Entschuldigung. Werden wir gleich kurz gucken. Warte mal, ich muss noch was machen. So, wir tun einen Sperrgürtel uns erstellen. So, jetzt hoffe ich, dass ich das ohne Probleme hier ohne vor allen Dingen größeren Schaden überstehe. Uiuiui, ich habe gerade Angst, dass ich das nicht gerade überstehe. Warte mal, da runter. Okay, wir kriegen es hin. Zack. Das will ich nicht raten, ich muss da wieder hoch. Oder was? Na, ja, super. Okay, hoch damit. Aber. So, wir können direkt durchklettern zum nächsten Punkt, weil wir müssen da ja komplett wieder hoch. Also war es vielleicht gar nicht so eine dumme, war wahrscheinlich eine dumme Idee, wieder runter zu, da runter zu. Oh oh. Hey, kommst du mal her? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh losgelassen und irgendwie. Okay, jetzt geht's weiter. Oh, ja. Welche Überraschung. Wo ist denn der Scheiß? Pfeil der Zing. Die Fahrt. Müssen wir da hoch? Doch, wir müssen da hoch, ne? Gut, dann gehen wir da hoch. Abmarsch. Abmarsch mit unserem Freundchen. Was hab ich denn da noch auf der Karte? Ah, was haben wir denn da? Eine Schleuder. Aber ich glaube, das sind nicht alle. Oder warte, sind das nicht für. Nicht für uns alle, ne? Uns fehlt nur noch die Tobsuchtsbombe. Okay, egal. Passt schon. Okay, dann nehmen wir den normalen Weg. By the way, nehme ich mir natürlich gerne auch noch hier das Stöckchen mit, oder die Stöckchen mit, weil, ne, Holz, ein Köderchen. Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht. Richtig gezähmt, ja. Ja, ist gut, Segelchen. Säbelzähnchen. Jawohl, ja. Wir haben einen Säbelzahntiger. Den wollte ich unbedingt haben. Dafür brauchen wir jetzt unser Bärchen nicht mehr. Nice one. So. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Weil der Säbelzahntiger ist tatsächlich um einige stärker als der, als der Bär. Mal das mal auf ein bisschen. Warte mal, kann ich das jetzt. Doch, warte mal, halt. So, wenn wir das mal im besten Menü gucken, dann könnten wir ja tatsächlich rufen, aber den haben wir, jetzt nicht mehr, weil der ist hier tot, genauso wie unser Wolf, brauchen wir allerdings nicht mehr. Wenn man mal guckt, der Bär hat nämlich 4 Stärke, 3 Tempo, 2 Schleichen und der Säbelzahntiger hat, gut, der hat eine Stärke, Punkt W. Ne, hat, warte mal, 4, 3, doch, war richtig. 4, 3, 2 und der Säbelzahntiger hat 4, 5, 3. Also, Schütze oben, die in Oros, die wird gar nicht gerettet, wenn Fähigkeit bisschen Reiter erfolgreich. Gut, wir haben es auf jeden Fall. Das war der Plan an der Sache. Den wollte ich nämlich unbedingt haben. Oder gibt es überhaupt eine Bestie, die komplett voll alles hat? Nur sie nebenbei gerade. Der Blutfang-Säbelzahntiger, oder? Der eine Stärkepunkt mehr. Okay, den könnten wir theoretisch holen. Wenn wir den irgendwann mal holen. Wenn wir den irgendwann mal begegnen, werde ich mir den auf jeden Fall zähmen. Ja, wir haben gerade. Die werdet ihr so bitter bereuen, meine Freunde. So, ich. Schnauze. Du willst mich. Ich
Ich sag ja, Eberold ist böse. Nein, den Zahn, nehmen wir das Hölzchen wieder mit. So. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall hat sich der kleine Ausflug hier schon mal gelohnt. So, warte mal. Jetzt bin ich eigentlich komplett wieder aus dem Konzept gerade gekommen. Also, wir nehmen den Greifhaken. Ich wette, neues Raubkätzchen wird gleich auf jeden Fall wieder einen anderen Weg finden. Das soll mir aber bitte nicht auch recht sein. Ja, dann ist schon der Weg und wir müssen. Was müssen wir hier suchen? So, naja, gut. Wir haben eine neue weitere Fähigkeit, die möchte ich gerne noch einsetzen. Warte mal, machen wir hier unten noch schnell. Nahrungsbooster. Okay. Nehmen wir das mit. Handwerksfähigkeiten. Okay, dabei fliegen zu lernen. Der wirft sich die Vögel gerade gegen die Wand, oder? Was ein Freak, ja? Urki San Patra. Petra. San Pupau San Patra. Petra. Tapu Buda Kuala. Tapu Buda Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Also muss ich wieder irgendwelche Federn holen gehen. Ja, fliegen wie ein Vogel. Jagd und heute Tiere für Orki. Na gut, das haben wir. Kriegen wir ja relativ schnell hin. Kommt drauf an, was für Tiere, ne? Mal abgesehen davon. Ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Okay, ein Wiederaufstiegstier. Oh, ja. Das bereut ja sowieso. So. Okay, da oben stehen Vögel, Tiere, die wir auf jeden Fall holen müssen. Und zwar einen Schneevogel, einen Schildkröte, einen Rabe und einen Beißfisch. Wie das mir gerade wieder ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. So, jetzt können wir mal kurz gucken. Das hört sich nach einem Raben an. Rabenfeder nehmen, die nehmen wir auch. Jawohl, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. So reut es. Wobei mir die kleinen, diese komischen. Gehen wir nicht auf den Sack, Alter. Was ist denn der? So, meine Bestie mal heilen. Ihr Fisch, So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Beißfisch. Den muss ich mir auf jeden Fall noch angeln. Weil den habe ich gerade. Oh, die bringen mir. Diese Izila, die haben mich gerade so ein bisschen wieder aus dem Konzept gekommen. So, wir müssen. Haut ab von mir. So, das ist natürlich das Problem, wenn er sich jetzt wieder komplett aus dem Konzept bin. Warte mal. Er ist untergegangen. Fuck you. Ihn.
Weiß Fischkopf, okay. Oh, nerv mich doch nicht! Ihr bereut das sowieso, mein Freund, meine Kleinen. So, den Geistfisch haben wir, genauso wie die Rabe, jetzt brauchen wir einen Schneevogel und vor allen Dingen brauchen wir jetzt noch. So, die super Idee, dass man daneben direkt ein Lager gebaut hat. Jetzt brauchen wir noch einen Schneevogel und einen. Ja, hau da von mir. Und eine Schildkröte. Da ist wieder so ein Weißfischchen. So. Da ist sowieso ein Izilla, den wir gerade eben wiederholen müssen. Genau, den Vorfall habe ich. Ich hasse das für mich. Wenn ich nicht immer in Ruhe arbeiten kann. Nein, ich mache jetzt bewusst natürlich nicht. Okay. Was hat der jetzt gerade wieder geholt? Hm. Wir können jetzt so hochgehen. Ich vermute, dass da oben vielleicht sogar ein bisschen mehr ist. Das sind aber. Das könnte ein Schneevogel sein. Scheiße. Jetzt ist es blöd gelaufen, dass wir da jetzt natürlich. Sie ist gerade ein Wildschwein. Das hat mir gerissen. Tapir. Ja, gut, hat keiner gesagt, dass das absolut leichte Mission wird, ne? Aber ich weiß nicht, was ein Rabe ist. Wir brauchen ein bisschen. Ja, er bringt mich gerade komplett wieder aus dem Konzept raus. Ja gut, die Verjagt er jetzt. Nochmal, ich brauche einen. Es irritiert mich gerade so ein bisschen. Ja, haut doch mal von mir. Geh weg! So. Tushi. Kommt die nächste. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich da rüberkomme. Da vielleicht einen Ticken mehr Glück habe. Ich gehe mal aus dem Wasser raus, weil der Fisch kann mir. Kann sein, dass der Fisch mich gerade hier angreift. Okay, und wie auch immer der. Also der kann ja gut kennen. Die Tiere können schwimmen. Also der kann schwimmen zumindest. Das ist hier zum. Ja. Schneevogel. Das war aber jetzt auch gerade auch Zufall, dass ich den jetzt geholt habe. So, jetzt fehlt uns noch die Schildkröte. Da hinten.
Na gut, es ist blöd, wenn natürlich die Schildkröte jetzt in dem Panzer drin ist. Das heißt, wir müssen jetzt warten. Vermutlich, bis die wieder raus ist. Wobei die wahrscheinlich nicht so schnell rauskommen wird. Ich muss irgendwie dahinter sitzen. Ich muss ja warten auf Anhieb. Scheiße. Ich sag mir nicht, dass ich der Schildkröte das Problematischste ist. Wenn ich den Pfeil vielleicht anzünde. Also das ist natürlich jetzt klar, ein bisschen blöd gemacht, aber im Zweifel grill ich die auseinander jetzt. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Oh, Löwe. Das war jetzt natürlich nicht der Plan. Was soll denn? Komm her jetzt. Ah, Löwe, Abflug. Ich muss jetzt warten, bis das Feuer ausgegangen ist. Aber ich halt geklappt zu haben. Dankeschön. So, jetzt müssen wir wieder rüber. Wir müssen jetzt da drüber bringen. Okay, die Zutaten, das machen wir jetzt auch auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass wir den für uns gleich gewonnen haben. Das war ja der Plan an der Sache. So, dann können wir Gott sei Dank hier hoch. Das ist immer gut. Das ist mir gerade herzlich egal, dass ich mir nicht folgen kann, weil ich habe meine Aufgabe erledigt. So, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert alles. Urki. Borsta, Borsta, Buda, Paul, Borsta. Unu, Urki, Patra, Daha. Uha, Darsh, Uha, Darsh, Darsh, Urki, Shawi, Wa, Patash. Will ich das sehen? Dash, Urki, Shawi, Wa, Patash. Uha, uha, Darsh, uha, Darsh. Sie, okay, beim Sprung zu. Welche eine Überraschung, okay. Wo muss ich jetzt da hin? Da runter? Oh, da runter auch noch, oder was? Also darf ich den gleich vom Boden aufkratzen, oder was? Na super, welche eine Überraschung. Gehen wir mal runter. Das Gute ist, wir können ja hier runterrutschen. Ich will das, ehrlich gesagt, gar nicht gesehen. Oh, wir müssen uns das angucken. Das klappt doch nie und nimmer.
fliegen wie ein Vogel. Abgeschlossen. Ja, das ist... Aua. Wo sind wir gelandet? Auf jeden Fall, er lebt da noch. Na gut, wir haben, glaube ich, haben wir gewonnen jetzt tatsächlich von unser Dorf? Hoffe ich, ne? Das, wir brauchen noch da und Roshani. Okay, das sind also die zwei noch. 300, glaube ich, ist das Maximum, ne? Na gut, okay. Habe ich das an? Die Dachs kann ich, muss ich noch holen, Mammuts muss ich noch holen. Aber wir haben, glaube ich, es ist soweit geschafft, was wir wollten. Oder habe ich jetzt noch weiter irgendwann? Nee, ne? Ne, scheinbar nicht mehr. Okay, da unten sind noch Dings und Außenposten. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht geschickt. Der nächste Feuerkreicherburg. Da müsste man jetzt noch einen Außenposten holen. Rein theoretisch. Ich war der Hisu-Schwestern. Und dann können wir irgendwann das Feuerkreicher. Ja gut, das sind die beiden einzigen Befehlshaber, ne? Die wir noch holen müssen. Weil ich vermute, dass wir das irgendwann mal als nächstes machen. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal... Ich glaube, das wäre das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein Dorf zurück wieder. Und dann sind wir eigentlich auch durch wieder für heute. Würde ich mal so spontan sagen. Was mit dir? Karuset. Wir brauchen mal das Wolfsfell, ja. Wir müssen eigentlich Wölfe fangen. Und jagen. Rede mit Irki. Hab ich irgendwie die Möglichkeit, jetzt gerade da hinzugehen? Ach komm, wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Das kann so viel passieren. Es kann auch immer wieder so ein bisschen sich ändern jederzeit. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Far Cry Primal. Ja.